Mein April war genauso wechselhaft wie das Wetter. Nach den schönen sonnigen Tagen im März habe ich mich aufgeladen und erholt gefühlt. Der Winter kam mir so lang vor wie noch nie und daher war mir die Sonne und ihre Wärme mehr als willkommen. Und dann hat es geschneit. So schön der Schnee auch anzusehen war, war ich echt traurig, denn ich hatte genug von der Kälte, vom Schnee, den wir eigentlich generell sehr wenig hatten, aber trotzdem. Und ich hatte auch keine Lust auf trübe Tage. Zum Glück war der Schnee aber genauso schnell weg, wie er gekommen war. Allerdings war von sonnigen Tagen nicht die Rede. Obwohl es jetzt schon sehr früh hell wird, fiel es mir trotzdem schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Frühestens um 8, meistens eher 9, wenn nicht sogar halb 10, bin ich dann mal aus dem Bett gekommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie fiel es mir einfach schwer. Ende März war ich in Berlin, um ein paar Sachen zu holen, vor allem eben meinen PC und noch ein paar andere Kleinigkeiten, sowas wie Bücher und Wäsche. Und als ich dann wieder zurück bei meinen Eltern war, habe ich mich ans Renovieren meines alten Kinderzimmers gemacht. Mittlerweile war es ein Gästezimmer, doch ich hatte etwas anderes dafür im Sinn. Ich werde heute das Zimmer aufräumen. Diese Lampe brummt so brutal. Hört ihr das? Ich bin nicht ganz fertig geworden mit dem Streichen. Ich werde nochmal drüber streichen müssen. Ich wollte jetzt aber nicht warten, bis ich das mache, weil ich werde frühestens Montagmittag an Farbe kommen. Daher werde ich jetzt mein Setup aufbauen. Ich würde euch ganz gerne die Ergebnisse zeigen, wie das Zimmer aussieht, aber es ist schon zu dunkel. Das sieht man leider nicht mehr und das Licht ist hier nicht gerade das Beste, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber ja, ich werde jetzt meinen Schreibtisch aufbauen. Ich bin mir noch ziemlich unsicher, wie ich jetzt genau alles aufbauen möchte. Deswegen werde ich jetzt erst ein bisschen rumprobieren. Den Schreibtisch aufzubauen war gestern übrigens noch total der Abfuck. Ich hatte die Teile falsch herum angebaut, musste das dann alles tauschen und war dann am Ende so frustriert, dass Duke mir dann noch geholfen hatte. Die nächsten Wochen habe ich damit verbracht, mir das Schreiben zur Gewohnheit zu machen. Mein Ziel war es, jeden Tag 1000 Worte zu schreiben. Dabei habe ich mir einen Platz neben meinem großen Schreibtisch eingerichtet, der speziell nur fürs Schreiben gedacht war, damit ich eben gar nicht erst in Versuchung komme, etwas anderes zu machen. Ich habe mir dann vorgenommen, von jetzt an jeden Tag 1000 Worte zu schreiben, was ich auch fast so geschafft habe. Fast. Es gab Tage, da schienen mir die Worte nur so in den Schoß zu fallen. Es war super einfach und hat sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem habe ich auch so einen Selbstbewusstseinsboost bekommen, weil ich einfach so kreativ war und sowas Cooles geschaffen habe. Und dann gab es Tage, da saß ich manchmal eine Stunde und länger da und habe auf den Bildschirm gestarrt und mir geschworen, dass ich heute nicht schreibe. Auf dem Laptop habe ich zwar keine Games, aber dafür funktioniert ja der Internetbrowser. Also habe ich mich schön mit Pinterest abgelenkt, was den ganzen Schreibprozess nicht leichter gemacht hat. Und immer wenn ich dann kurz davor war aufzugeben, dann kam doch noch das erste Wort, was ich dann doch geschrieben habe. Und dann folgten auch die nächsten.
Es war zäh, anstrengend und unbelohnend an diesen Tagen, aber als ich dann meine 1000 Worte geschrieben habe, habe ich mich doch am Ende richtig, richtig gut gefühlt. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Workout macht, auf das man gar keinen Bock hat, aber hinterher fühlt man sich einfach gut. Und dann gab es leider auch Tage, an denen ich tatsächlich nicht geschrieben habe. Ich hatte mir zwar fest vorgenommen, diesmal wirklich nicht einen Tag auszulassen, aber naja, irgendwie war meine Willenskraft dann wohl doch nicht stark genug. Das Gute daran war, dass ich zuerst auch nur einen Tag ausgesetzt habe und dann einen Tag danach sofort wieder das Schreiben aufgegriffen habe, was mir vorher noch nicht gelungen ist, denn oft hatte ich dann einen Tag ausgesetzt und dann den nächsten und so weiter und dann hat es wieder ewig gedauert, bis ich mich wieder dran gesetzt habe. Aber ja, wie gesagt, ich habe das Schreiben maximal einen Tag ausgelassen, dann wieder aufgegriffen und damit wuchs auch immer mehr diese Zuversicht, dass ich es endlich geschafft habe, etwas durchzuziehen und dann auch noch etwas, das mir so viel bedeutet. Tja, und dann ging irgendwie alles schief. Ich habe mich an einem Tag vor den 1000 Worten gedrückt, es wurden nur 200 und am nächsten Tag habe ich dann gar nichts geschrieben und am Tag darauf auch nicht. Dann wurde ich krank und zeitgleich hatte ich mich als Videocutter bei einem YouTuber beworben und durfte eine Probearbeit machen. Das waren dann eben meine Ausreden, warum ich nicht geschrieben habe. Ich war ja schließlich krank und musste diese Probearbeit machen. Zu der Zeit war ich wieder in Berlin und habe dann 3 Tage lang an diesem Video gearbeitet. Ich möchte mir gerne verschiedene Einkommensquellen aufbauen und daher hatte ich mich eben als Cutter beworben bei einem YouTuber, denn ich habe halt meinen Job als Narrative Designer und verdiene damit ein bisschen Geld und dann habe ich noch Twitch. Mit Twitch verdiene ich aktuell so zwischen 80 und 200 Euro im Monat. Kein fester Betrag, mit dem ich wirklich jeden Monat rechnen kann. Und die Arbeit als Cutter soll halt eben noch eine weitere Einkommensquelle sein. Vor allem aber finde ich das so cool, weil das eine Arbeit ist, die ich ebenfalls überall mit hinnehmen kann. Und da ich ja gerade zwischen Berlin und meinem Elternhaus hin und her reise, bietet sich das einfach an. Also drückt mir die Daumen, dass es klappt. Nach den Tagen, die ich mit dem Bearbeiten des Videos verbracht habe, stand dann ein besonderes Wochenende bevor. Ein Freund von mir war nämlich in Berlin, weil er dort ein Turnier hatte und das haben wir dann direkt genutzt, um uns zu treffen. In der Kurzfassung war es ein Wochenende voll leckerem Essen und guter Gesellschaft. Wir gehen heute zu unserem ersten Roundnet-Turnier, um Sascha anzufeuern und ich habe sogar ein paar Plakate vorbereitet. Beziehungsweise am Ende ist es nur ein Plakat geworden, weil ich bei einem, naja, die Schrift verkackt habe, aber ja. Wir gehen da jetzt an und feuern ihn peinlich an. Das wird super. Den letzten Tag in Berlin war ich dann noch beim Koreaner essen und oh boy, war das lecker. Anschließend gab es dann auch Donuts vom Bramble's. Also als ich gesagt habe, es war ein leckeres Wochenende, habe ich es wirklich so gemeint. Und am nächsten Tag ging es dann zurück zu meinen Eltern. Hier wurde ich leider direkt nochmal krank und irgendwie war es insgesamt eine blöde letzte Aprilwoche. Ich habe meine Sport-Challenge abgebrochen und zwar zum einen aus dem Grund, dass ich eben krank war und das andere war, glaube ich, auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es nicht mehr so ernst genommen habe und zuletzt wirklich, ja, ich sag mal, das Minimum gemacht habe. Ich habe mich aber riesig geärgert, denn ich war schon 72 Tage, glaube ich, waren zum Schluss dabei und naja, irgendwie einfach schade, aber ja, ich glaube, es war am Ende trotzdem die beste Entscheidung. Mein Schreiben habe ich jetzt auch schon seit fast 2 Wochen liegen gelassen und noch nicht wieder aufgegriffen. Ich habe irgendwie noch nicht die Kraft gefunden, neu anzufangen, obwohl es ja nicht neu anfangen ist, aber wieder neu diese Gewohnheit aufzubauen, jeden Tag zu schreiben. Ich war mir so sicher, dass ich es diesmal schaffe, den Sport durchzuziehen und das Schreiben durchzuziehen. Well, trotz meines Unmuts hatte ich noch ein paar schöne Tage zwischendurch. Mein Bruder war zu Besuch und wir haben gegrillt und saßen am Feuer. Mein großes Learning aus dem April ist, dass nichts einfach läuft, nur weil man es sich wünscht. Du musst dir Systeme aufbauen, die dir dabei helfen, die Dinge zu erreichen, die du dir vornimmst. Und dann kann es passieren, dass du die allerbesten Systeme hast und dass du es trotzdem nicht schaffst. Und das tut weh und ist mühsam und sobald du mal öfter auf die Nase gefallen bist, dann wird es auch immer wieder schwerer, diese Kraft zu sammeln und den Mut zu fassen, das nochmal zu probieren. Denn du hast ja so viel Beweise dafür gesammelt, dass es scheinbar nicht klappt. Denn ja, du bist jetzt so oft gescheitert. Aber was ist dann die Alternative? Aufgeben? Ich glaube, dass diese Rückschläge einfach zum Leben
dazugehören. Ebenso wie die Natur ihren Winter hat, hat eben auch der Mensch seine Tage, an denen er sich erholen und zur Ruhe kommen muss. Und manchmal glaubst du, dass dieser Sonnenschein für immer anhält und dann schneit es auf einmal. Je eher ich das akzeptiere, glaube ich, hoffe ich, desto eher werde ich auch damit klarkommen, dass eben so kleine Rückschläge, wenn es denn überhaupt Rückschläge sind, einfach dazugehören. Und dass, wenn ich mich dagegen wehre, es einfach nur noch schlimmer wird, anstatt wenn ich einfach das hinnehme und versuche, das Beste daraus zu machen, dass ich daraus einfach gestärkter herausgehe, als dann Trübsal zu blasen. Aber das ist gar nicht so leicht. Und mit diesen melancholischen Worten beende ich jetzt das Video und möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut nächstes Mal wieder rein. Oh, und vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten. Das ist ein riesiger Meilenstein für mich und ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch dazu entschieden habt, diesen Kanal zu abonnieren. Danke! Wir sehen uns dann im nächsten Video.